Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich war in meinem Leben nicht nur in Andi verliebt. Meine erste große Liebe war Jan. Doch die Liebe war etwas einseitig. Noch einseitiger lief es mit meiner nächsten großen Liebe. Gary Barlow hat mich nie angerufen. Später kam ich dann doch mit Jan zusammen. Aber die Zeit mit ihm hat mich wirklich Spaß gemacht. Noch viel weniger Spaß machte es, als Andi Jahre später mit mir Schluss machte. Ich liebe sie. Es tut mir leid. Natürlich versuchte ich, mich zu trösten. Aber auch das war eher unterwältigend. Und jetzt bin ich mir sicher, es gibt niemanden, der mich über Andi hinwegtrösten kann. Ich bin der Liebesgott Amor. Venus hat mich in diese Statue verbannt. Deswegen helfen Kim und Max, mir Liebende zu verkuppeln. Kim habe ich ihren Ex als Belohnung versprochen. Und Max, jede Frau, die er nur haben will. Aber hey, was wäre ein Liebesgott ohne hinterlistigen Geheimplan? Was? Ich soll ihn vor dem Sex mit Kokosmilch massieren? Sau doch das ganze Bett ein. 50 Tipps für besseren Sex? Bitte schön, Schiff. Oh. Mit Sahne habe ich es auch schon mal probiert. Mist, jetzt habe ich das Bild davon im Kopf. Und ich muss Schoko essen, um mich zu harmonisieren. Kim, ich habe eine Überraschung für dich. Ich kriege endlich euren alten Fernsehsessel? Nein, ich habe ein Date für dich organisiert. Ich will lieber den Sessel. Das ist unser Nachbar, das ist ein sehr netter Typ. Und ich bin noch in Andi verliebt. Der demnächst eine andere Frau heiraten wird, die viel besser aussieht als du, die viel erfolgreicher ist. Paula, manchmal kann deine Ehrlichkeit nerven. Nicht so sehr wie die Tatsache, dass du immer noch einem Typen hinterherhängst, der nichts mehr für dich fühlt. Andi hat aber noch Gefühle für mich. Als Max und ich vorgespielt haben, dass wir es auf dem Felsen miteinander gemacht haben, da hat er so geguckt. Bei der Geschichte hat er noch ganz anders geguckt. Um 8 Uhr bei mir, wenn meine Blagen im Bett sind. Ahoi. Warum nur bin ich kein Einzelkind? Warte mal, was passiert ist. Du hast Haschkekse gefuttert? Falsch. Ich sag nur ein Wort. Village People. Max, das sind zwei Worte. Ich bin zu einem Casting für eine Kinokomödie eingeladen, in der Arbeitslose eine Village People Revival Band gründen. Abgefahren, oder? Und ich bekomme garantiert die Hauptrolle. Was? Es muss schön sein, so an sich zu glauben. Ja, anders kommt man nicht durchs Leben. Jedenfalls nicht gut. Was macht eigentlich unser Nacke da? Hat er sich mal wieder gemeldet? Wir müssen noch 3 Aufträge für ihn erfüllen. Nein, es herrscht absolute Funkstille. Also wenn ich Liebesgott wäre, ja, dann würde ich nicht mit so einer Windel rumlaufen. Vielleicht steht er auf sowas. Ich wette, der hat da drunter einen ganz, ganz kleinen... Ich kann euch hören. Ich bin hier drin gefangen. Ich sehe eigentlich ganz anders aus. Ach ja? Trägst du dann Pampers oder was? Jetzt gib uns endlich einen Auftrag. Oder wir reden weiter über deinen Windellook. Okay. Findet den richtigen Mann für Nele und Ole. Ein Mann für Nele und Ole. Sorry, für mich klingt das ein bisschen wie... Flotter Dreier. Ja. Es wird von Tag zu Tag merkwürdiger. Hi, Andi, warst du einkaufen? Ich meine, offensichtlich warst du einkaufen, aber was hast du gekauft? Nicht so wichtig. Es wird schon kein Sadomaso-Spielzeug sein. Wird es doch? Es sind Dessous für Franziska. Oh. Das wäre jetzt ein guter Augenblick, um das Thema zu wechseln, oder? Ein klasse Augenblick. Dann möchte ich drüber reden, dass wir Freunde werden sollten. Du bist ein verdammt schlechter Themenwechsler. Oh, jetzt rennen wir nicht schon wieder weg, das ist mir ernst. Es gibt ein Naturgesetz. Wer sich einmal geliebt hat, der kann nicht mehr Freund sein. Pfeif auf Naturgesetze. Ja. Ich wollte dich an dein Date erinnern. Ich kann nicht, ich muss noch Bewerbung schreiben. Es gibt in ganz Berlin nicht einen Schulleiter, der dir noch keine Absage geschickt hat.
Paula, was habe ich dir heute über deine Ehrlichkeit gesagt? Sebastian ist nett, sieht super gut aus, ist auch ein Lehrer und im Gegensatz zu dir hat er sogar eine Stelle. Und warum wohnt er dann in eurem Viertel? So sehr spart der Senat noch nicht bei den Beamten. Weil er getrennt lebt und weil die meiste Kohle für seine Ex Nele draufgeht. Nele? Ja. Haben die beiden zufällig einen Freund namens Ole? Nein. Aber sie haben einen Sohn. Die beiden, meinte Amor. Was? Nichts. Ich bin gleich da. Du hast diese Scheißbewegungen ausgedacht. Ah, Max, wie läuft's? Nett, dass du mir das Casting besorgt hast, aber ich lass es sausen, Winne. Max, ja, das ist deine Chance. Wenn du aus Altersgründen bei der Serie rausgeschmissen wirst. Das würde meine Produzentin niemals machen. Wir beide haben mal eine Nacht miteinander verbracht. Ja, die sie als Nacht des Grauens bezeichnet. Nein, Winne. Sie sagte Nacht des Frauens. Nacht des Frauens, soll das heißen? Die Nacht, in der sie zu einer echten Frau geworden ist. Deine Produzentin wird dich aus der Serie feuern. Das hat sie noch mit jedem gemacht. Aber diese Village-People-Rolle, die kann deine Karriere retten. MCA. Genau. Machst du schon. Jetzt zeig mal. Du hast dich aber rausgeputzt. Und du riechst so gut. Was ist denn das? Odü Stinkesocke? Nein, Odü, ich sollte doch rechtzeitig da sein. Ja, das wird einen Spitzeneindruck machen. Ich will überhaupt gar keinen Spitzeneindruck machen. Hey, ich bin Sebastian. Hi, ich bin, Kim. Kim, genau. Freut mich. Oh, Entschuldigung, der Kleine hält sich wieder für einen der wilden Fußballkerle. Wenn du nicht gleich in dein Bett verschwindest, dann spielen wir wilde Fußballmamas. Und rat mal, wer von uns beiden der Ball ist. Deine Schwester hat Temperament. Sie liebt ihre Kinder. Das verstehe ich. Ich liebe meinen Kleinen auch. Du hast dich von deiner Frau getrennt? Deine Schwester hat dir anscheinend schon eine Akte über mich gegeben. Sie ist in sowas besser als die CIA. Ich habe auch schon eine Akte über dich bekommen. Und? Was steht drin? Dass sie dich liebt, auch wenn sie das hinter vielen Kraftausdrücken versteckt. Entschuldigung, es dauert jetzt ein bisschen länger. Ich muss ihm die Geschichte erzählen, wie die wilde Fußballmama Olli Kahn eine Banane in den Mund stopft. Aber ihr könnt es euch ja so lange ein bisschen gemütlich machen. Ja, das kriegen wir hin, oder? Deswegen bin ich nicht hergekommen. Hat deine Ex einen neuen? Ich glaube nicht. Und wo wohnt sie? Krupka Straße 30. Okay, ich muss los. Was war das jetzt? Der ganz normale Kim-Wahnsinn. Sag mal, hast du zu viel an deinem Achselschweiß geschnüffelt? Ich habe kein Interesse an ihm. Das sah aber eben anders aus. Ich bin Du weißt doch, es geht nicht mit anderen Männern. Das habe ich doch schon mal versucht. Ja, aber Jan war ein Idiot und der braucht eine Frau, die keinen BH trägt. Sebastian ist anders. Wenn du Andi nicht endlich abhackst, wirst du dich nie jemandem anders öffnen. Und dann landest du irgendwann auf der Resterampe des Lebens. Ich muss los. Oh, warum bin ich nur kein Einzelkind? Was machen wir hier? Das wirst du schon sehen. Was machen die alten Leute da? Die sind nie über ihren Liebeskummer hinweggekommen. Das ist die Resterampe des Lebens. Und da kommst du jetzt auch rein. Nein. Nein! Kim. Nichts? Wie kommst du darauf, dass was mit mir los ist? Du siehst traurig aus. Grübelst die ganze Zeit. Und außerdem pfefferst du gerade anstatt des Chilis das Tiramisu. Oh. Britti, ich bin verunsichert. Ich meine,
Ich mache wirklich alles, um Andi wiederzubekommen. Was denn? Naja, alles eben. Aber vielleicht sollte ich mich auch mal mit jemand anders treffen. Weißt du, was mein Papa immer gesagt hat, wenn ich nicht wusste, ob ich Plätzchen essen sollte oder Schokolade? Was? Das eine tun und das andere nicht lassen. Kämpf weiter um Andi und triff dich mit anderen Männern. Du erhöhst deine Chancen, glücklich zu werden. Ach, was, der Typ hat sicher Macken. Sonst hätte sich seine Ex ja nicht von ihm getrennt. Hey, du hast Feierabend. Wir müssen los. Oh. Das würde ich nicht essen. Ach ja? Also, bei meiner guten Figur kann ich mir das durchaus leisten. Ich glaube, das stimmt nicht. Aber wie kommst du denn darauf? Es ist nur so eine Ahnung. Weibliche Intuition. Warte. CA, it's fun to stay at the... Max, kannst du nicht mit dem Mist aufhören? Wir sind gleich bei dieser Nele. Nee, ich muss das üben. Das ist verdammt schwer, Gesang und Bewegung zu koordinieren. Das ist überhaupt nicht schwer. It's fun to stay at the YMCA. Kannst du mir das beibringen? Was? Nee, dieses Casting ist tierisch wichtig für mich. Oh, bitte. Schon gut heute Abend. Aber erst müssen wir uns um Nele kümmern und für sie die Liebe wiederfinden. Ja, und was hast du vor? Willst du zu ihr gehen und sagen, hallo, wir sind die Liebesengel? Nein, ich muss dafür sorgen, dass sie mir schnell vertraut. Ja, und wie? Indem sie dir schnell misstraut. Da ist sie. Scheint so, als ob sie schon einen Verehrer hat. Umso besser. Schnapp dir die Tasche und dann lauf auf mich zu. Ja, was machst du? Das wirst du schon sehen. Nun mach schon. Okay. Hey! Au! Oh, sag mal, bist du verrückt geworden? Sorry, musst du echt noch sehen. Und jetzt auch ab. Rede wert. Was wollte der Idiot denn mit einer Windeltasche? Das ist eine Windeltasche? Ja. Darf ich dich auf einen Kaffee einladen? So als Dankeschön? Klar. Kennst du das Kaffee Engel? Nee, ist gar nicht weit. Das nächste Mal bin ich aber derjenige, dem man vertrauen soll. Trinkst du immer koffeinfreien Kaffee? Um Gottes Willen, ich freue mich aufs Abstillen. Dann trinke ich erstmal eine Kanne richtigen Kaffee. Und wann hast du abgestillt? Warte. Komm in die Hufe. Frag sie endlich nach ihrem Mann. Ist irgendwas? Nee. Das ist nur so eine nervöse Kopfzuckbewegung. Habe ich manchmal, dann schaue ich so. Und wie läuft's mit dem Vater des Kindes? Ich habe mich von ihm getrennt. Weil er Macken hatte. Nein, Sebastian ist ein netter, ausgeglichener Mann. Ein ganz toller Mensch. Und ich bin der festen Überzeugung, seine nächste Freundin zieht mit ihm das ganz Große los. Alles okay? Ja. Das ist nur so eine nervöse Angelegenheit, wie das Kopfzucken. Ich huste und dann zucke ich mit dem Kopf. So. Und wenn er so toll ist, warum hast du dich dann von ihm getrennt? Nach 10 Jahren Beziehung habe ich ihn einfach nicht mehr geliebt. Und hast du dich mal mit anderen Männern getroffen? Eine Frau mit Kind ist für Männer so attraktiv wie eine mit Herpes. Aber der Typ aus deinem Haus scheint dich ganz nett zu finden. Woher weißt du das? Och, ich habe euch zufällig gesehen, bevor dieser üble Windelklauer kam. Ich finde ihn schon ziemlich süß. Ja, prima, dann triff dich doch mit ihm. Quatsch. Ja, außerdem finde ich so schnell gar keinen Babysitter. Du solltest damit echt mal zum Arzt gehen. Mhm. Du? Ich hätte Zeit. Nee, echt? Würdest du das machen? Mhm, klar. Oh, ja, klasse. Danke. Dann bis dann. Bis dann. Sebastian ist also ein wunderbarer Mann. Tun und das andere nicht lassen. Hi, Paula. Ich habe nicht viel Zeit. Markus ist gerade aufs Klettergerüst gegangen. Ich brauche die Nummer von Sebastian. Willst du dich mit ihm treffen?
Nein, ich will mit den Zahlen Lotto spielen. Hör auf, so überlegen zu grinsen. Woher weißt du, dass ich grinse? Ich kenne dich seit 26 Jahren. Okay, also, die Nummer ist 5577382. Oh Gott, ich muss auflegen. Markus ist vom Gerüst gefallen. Hat er sich was getan? Nee, der ist auf ein dickes Kind geplumpst. Sebastian? Hallo? Hi, hier ist Kim. Ich habe mich gestern etwas blöd verhalten und hätte große Lust, mich heute Abend mit dir zu treffen. Was sagst du dazu? Gern. Scheiße, ist das anstrengend, sich mit dem Typen zu treffen. Wow, siehst du toll aus. Was machst du denn hier? Ich wollte dir zeigen, dass es mir ernst ist mit unserer Freundschaft. Zum Beweis, Tickets für Coldplay. Ich denke, du hast Coldplay. Ja, da kannst du mal sehen, wie ernst mir das ist. Und du? Glaubst du noch an Naturgesetze? Ja, das tue ich. Aber ich glaube auch an Coldplay. Stürch? Ist das wieder einer deiner vorgetäuschten Freunde? Vorgetäuschte Freunde. Andi. Ich soll das Thema wechseln? Ja. Ja, dann bringe ich es doch mal auf Abschied. Wir sehen uns beim Konzert. Du hast vorgetäuschte Freunde? Oh, ich soll auch das Thema wechseln? Genau. Du hast Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert? Aber den Abschluss mit 4 gemacht, da mein Prüfer mich nicht mochte. Wieso nicht? Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich ihm nicht sagen sollen, dass er ein aufgeblasener Wichtigtuer ist, der keine Ahnung von Schülern, aber dafür tierische Schuppen hat. Das könnte ein Grund sein. Prüfer haben eine Wahrheitsallergie. Und wie ist es mit dir und den Schülern? Eigentlich verstehen wir uns ganz gut, aber seit der Trennung habe ich den Unterricht ein bisschen schleifen lassen. Du findest deine Ex? Nein, nein, ich bin mittlerweile ganz gut drüber weg. Das ist die geschönte Version, oder? Es tut noch höllisch weh. Ich will nach Hause. Ich muss morgen früh raus. Das ist die geschönte Version, oder? Ich glaube, wir sollten uns nicht mehr treffen. Du traust noch jemandem hinterher. Ich traue noch jemandem hinterher. Das sind die perfekten Zutaten für ein Date-Desaster. Scheiße, ist das anstrengend, den Typen stehen zu lassen. Hallo! Jetzt wird der Abend ganz rund. Hey, du siehst, wow aus. Danke. Aber es wäre doch nicht nötig gewesen, extra für mich. Das war auch nicht für dich. Lass uns das mit dem Tanz schnell hinter uns bringen. Keine Sorge, mit deiner Hilfe habe ich den bestimmt sofort drauf. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the Vielleicht hast du einfach keinen Sinn für solche Tänze. Oh doch, natürlich habe ich den. Hier, Las Ketchup Song zum Beispiel. I said the hip, hab, the hip, the habit do the habit, say be you know, I'm a habi in the booty, debi. Oder la Macarena, alla tu el palegria, Macarena que tu el. Max, es reicht. Wenn du die kannst, warum kannst du dann nicht das blöde YMCA? Ich weiß es nicht. Vielleicht will irgendwas in deinem Unterbewusstsein die Rolle gar nicht. Ich muss zu Nele. Bin ich rechtzeitig? Ja, er kommt gleich. Pass mal gut auf den Kleinen auf, ja? Na klar. Hey. Wollen wir nach vorne? Na bitte, geht doch. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die beiden zusammenkommen. Dann haben wir nämlich unseren Auftrag erfüllt. Genau. Scheiße. Scheiße? Nein, da kommt Sebastian. Muss ich Sebastian kennen? Nee, das Mann, wir müssen abhauen. Was denn? Er wird sicherlich wissen wollen, warum wir mit seinem Baby unterwegs sind. Ach, das ist doch kein
kein Problem. Wir tun einfach so, als wär's deins. Doch, wo sein Baby erkennen? Wieso? Die sehen doch alle gleich aus. Wir müssen abhauen. Zu spät. Er hat dich entdeckt. Geh da rein. Du hast ja den Bus. Ja, nun mach schon, mach aber schon. Wo fährt der Bus denn hin? No. Hi. Hey. War das ein Freund von dir? Ein Bekannter. Lustig. Genauso ein Kinderwagen hat mein Sohn auch. Ja? Das ist ja wirklich lustig. Musst du mal los. Du willst doch nicht einfach in den Bus? Ja, doch. Wollen wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Wieso? Wieso, wieso? Na, weil du gestern Abend gesagt hast, dass ein Date von uns beiden ein Rezept für Desaster ist. Ja, aber jetzt ist nicht mehr gestern Abend, sondern heute Morgen. Er schläft. Finde ich super, wenn Männer sich auch um die Babys kümmern. Ja, das machen nicht viele von uns. Mhm. Mein Mann ist dauernd auf Geschäftsreise. Dann verpasst er ja das Beste. Die Zeit mit dem Baby? Die Zeit mit dir. Kannst du mir helfen? Ja, klar. So. Ich bin Gwyneth. Meine Eltern waren Anglophil. Ja, meine Eltern haben auch viel geangelt. Nein, sie mochten Englisch. Ah. Ich stehe eher auf Französisch. Oh la la, Baguette Claudette, Pipette. Wann hast denn du Zeit, mich mal zu besuchen? Jetzt gleich. Oh mein Gott. Wenn dir das zu schnell geht, wir können uns auch gerne morgen erst treffen. Der Bus fährt weg. Ja, aber das macht doch nichts. Ich kann doch auch zu Fuß gehen. Da ist dein Baby drin, du Idiot. Ach, Scheiße, Augenblick. Hey, anhalten! Warten Sie! Guter Kaffee, was? Mhm. Okay, lass uns das hier vergessen, ja? Was? Ich meine, ich habe zwar Liebesschmerz, aber ich will vorangehen in meinem Leben. Aber du hast dich jetzt dreimal mit mir getroffen und benimmst dich jedes Mal daneben. Ganz offensichtlich willst du an deinem Liebesschmerz festhalten. Kannst dich immer bei mir melden, wenn du in deinem Leben auch wieder nach vorn schauen willst. Ich bin wirklich auf dem Weg zur Resterampe. Kim hier? Kim, wir haben ein Problem. Und was für eins? Ich habe das Baby verloren. Ja, klar. Und jetzt im Ernst, was ist los? Ich habe das Baby verloren. Max, so blöd kannst nicht mal du sein. Kannst du doch. Im Bus war diese Frau mit dem Kinderwagen. Der habe ich rausgeholfen und dann ist der Bus mit dem Baby losgefahren. Mein Gott, und jetzt? Naja, habe ich den Bus an der Endhaltestelle aufgetrieben. Jetzt ist das Baby weg. Nö. Was ist denn das Problem? Die Busfahrerin glaubt mir nicht, dass es mein Kind ist. Meine Lippen, Naja, da müssen... Sie wurden schon so lange nicht mehr geküsst. Oh, das kann ich ja gar nicht glauben. Seit mehr als 10 Jahren. Ja. Wie die Zeit vergeht. Ah! Na, wusste ich's doch. Küss ihn und finde raus, ob es Zoom macht. Also, Kim, wer ist der Richtige?